Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Es ist gleichzeitig das Weihnachtsspecial auf meinem Channel. Die Musik wird euch vermutlich nicht sagen, denn die Musik, das ist auch gut so, wenn man so will. Nee, es ist eine aus einem BET Orchestral Music Pack, also auf der Blast Bay Seite zur freien Verwendung erhältlich. Wieso ausgerechnet BET Music Pack? Ich habe ein Spiel programmiert, wie ich in einem Infovideo schon gesagt habe. Das ist jetzt ungefähr 1,5 Monate, glaube ich, alt. Ja, 1 Monat bis 6 Wochen. Und das werde ich euch heute zeigen. Es ist ein Zugsimulator. Also eigentlich Triebfahrzeugsimulator, aber egal. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Es gibt 17 Loks und Triebwagen, wenn ich mich richtig erinnere, zur Auswahl. Simulation einer DBBR 185.2 Bombardier Tracht 2. Fangen mit der DBBR 185.2 Bombardier Trax 2, also TRAXX, je nachdem wie man will. Ich sag Trax im Normalfall. Die Sprachausgabe sagt Trach. Fragt mich nicht wieso. Auf jeden Fall mit der fangen wir an. Ja, ich drücke jetzt einfach mal Enter. Du bist in der Simulation einer DBBR 185.2. Solltest du diesen Menüpunkt das erste Mal gewählt haben, lies bitte die Hilfe im Spielordner aufmerksam durch. So, falls es jemand nicht verstanden hat, wenn man den Menüpunkt das erste Mal gewählt hat, also das erste Mal in diese Simulation geht, soll man sich die Hilfedatei im Spieleordner durchlesen. Ich werde das immer übersetzen, was die Sprachausgabe sagt, weil manches ist eben unverständlich. Ich würde sagen, wir steigen mal ein mit der Taste O. Tür auf. Tür zu. Batterie an. Das ist eigentlich der LZB-Ton, aber ich habe jetzt einfach mal Batterie. Also beim Batterieding hingegeben, damit die halt einen Piepston hat. Dann. Türen geöffnet. Türen auf, tut mir leid für alle, die jetzt einen Hörschaden haben. Richtungswender vor. Richtungswender nach vor mit W. PZB aktivieren mit X. Der testet die jetzt. Ich hoffe, ich habe das richtig zusammengeschnitten. Aber es müsste so passen. So hast du es dann bald. Zwangsbremsung. 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 Zugbeeinflussung. Störung. Ich könnte den Sound natürlich auch überspringen, aber ich mag euch das ja komplett zeigen. So, fertig. Dann. LZB. AFB. AFB aktiviert. Federspeicher. Federspeicher. Ich kann euch jetzt noch was zeigen. Ich habe nämlich einige Ansagen von der Zugbeeinflussung auch auf Französisch drauf. Ah, ich muss die Software einladen. Das mache ich mit Taste N. In echt geht das automatisch, soweit ich weiß. Aber hier muss ich es halt selbst machen. Ist ja auch wurscht. Fertig. Deutschland, Schweiz, Österreich. Deutschland, Schweiz. In der Schweiz redet er Französisch. Jetzt startet er den PCC eben auf Französisch. Was ist das bald? Prise en charge LZB. Acquittement. 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 Prise en charge LZB. Défaut. 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 So, ich stelle jetzt wieder auf Deutschland. Österreich. Oh ne, Österreich, sag mal. Das Land stellt man mit Tab um. Dann stelle ich mit Enter mal das Zugziel um. Ich würde sagen, wir nehmen Waldhofen an der Ips. Das ist eine entspannte Strecke, da kann ich zwar die Highspeed nicht ausfahren, aber Strecke geht einfach gut. Dann heben wir mal den Stromabnehmer. Er sagt noch Pantograph, aber es fälschlich.
Spannung. Will 15 kV, 16,7 Hertz. Pantograph 1 gehoben, Spannung 15 kV, 16,7 Hertz, hat er gesagt. Es ist eigentlich Stromabnehmer, aber Pantograph ist ja so ein Zeichengerät, habe ich letztens erfahren. Ist nur aus dem Modellbahnjargon, das muss ich noch umändern. Lichter. Zugsammelschiene. Zugsammelschiene aktiviert. Hauptschalter einlegen. So, Spiegel, lass ich jetzt mal Spiegel sein. Die Lok hat nämlich keine Spiegel. Makrofon. Fenster öffnen, dann einmal. Fenster geschlossen. Dem Schaffner sagen, dass er pfeifen soll. Türen schließen mit R. Schließvorgang eingeleitet. Das ist eigentlich von der 101, aber egal. Türen verriegeln, wieder mit R. Bremsen lösen mit U, wie Ulrich. Und mit D. Anfahren. Tut mir leid, die Ansagen sind vom CityJet, aber egal. 45 darf ich fahren. Ich beschleunige absichtlich so langsam, damit ihr den Tonleiter schön hört. Die SIFA bestätige ich mit Q. Ah, ich habe das Anmelden beim Funk vergessen, das mache ich mit E. Macht er dann von selbst, man muss nur die Taste drücken, dann meldet er sich an. So, jetzt bin ich damit auch fertig. 28. Mit Z kann ich immer die aktuelle Geschwindigkeit nachschauen. 33 km. Mit J kann ich die Signale bestätigen. So, jetzt volle Leistung. Bahnübergang. Mit J bestätige ich eben alles, was die PZB so macht. Das klingt dann so. Genau. Mit X kann ich sanden. Okay, das war falsch. Eigentlich kommt es nur zweimal, egal. Okay, wieso auch immer der jetzt die PZB deaktiviert. Ah, es ist noch ein Bug, ich weiß schon. Der Sicherheitshinweis, jetzt kam der Kompressor zufällig. Wir haben derzeit 7 Bar auf der Druckluftleitung. Also Hauptluftleitung. Du bist schon 1857 Meter. Ja, bei 6,3 glaube ich. 6,3 oder 3,6? Ich weiß es nicht. Ist der nächste Halt. Das ist Kreinsfurt. Ich glaube aber nicht, dass ich da ordentlich zum Stehen kommen werde. Ich mache mal den Maschinenraum auf. Okay, ist jetzt kein so großer Unterschied. Da muss ich noch einen anderen Sound einbauen. Ich fahre jetzt für 500 Meter auf dem nicht vorhandenen Gegengleis. Toll. Ja, sämtliche Ansagen da im Zusammenhang mit PZB, wie zum Beispiel Gegengleisfahrt, Pfeiftafel, gelbes Signal, rotes Signal, werden einfach durch einen Zufall generiert. Deswegen kann nichts passieren. Das ist auf einer eingleisigen Strecke, dass meine Gegengleisfahrt kommt. Toll. Oder auch, dass einem Züge entgegenkommen. Kessloder in der Haus. So, Vollbremsung. Sie fahren nervt nicht. Jetzt habe ich den Scheibenwischer aufgedreht.
Man hört ihn kaum. Wieder aus. 81. Boah, hier willst du. Okay, ich bin gnadenlos durchgerutscht. Dann halte ich mal so an. Einfach irgendwo. So, das war gerade ein bisschen stressig. Ich habe gerade PCB drücken müssen, Siefer drücken müssen und gleichzeitig die Siefer durchziehen. Klar, Bremse durchziehen. Ja, man hört Ansagen im Hintergrund. Das sind die Züge und Ansagen vom Wiener Hauptbahnhof. Dieser Zug ends at this station. Please do not board. Diese Sprache nennt man, glaube ich, Denglisch. Ich weiß es aber nicht. Jetzt zeige ich euch die Tonleiter beim Abbremsen. Der Sander. Bremsen quietschen vom Railjet. Ich würde sagen, dann mal Hauptleiter raus. Natürlich, ich rüste sie noch ab. Müsste ich nicht. Ich könnte einfach mit Escape rausgehen, aber will ich nicht. Ich will euch das ja auch noch zeigen. Stromabnehmer senken. Richtungswender zurück. Batterie deaktivieren. Das war die Info, dass die Software auch deaktiviert wurde. Federspeicher anziehen. Federspeicher angezogen. So, und jetzt ist er soweit ruhig. Escape. Dann erreicht das Kost. 85. Bitte Spiegel eng. Ich habe 85 erreicht als Score. Man beginnt immer bei 50. Schauen wir mal, wie lange ich schon. Okay, 12 Minuten. 12,5. Da geht noch eine. Spiegel eng. Alpenheuler oder du bist. F44. Von der bin ich einfach ein Fan. Erstmal einsteigen mit der Taste O. Ich werde jetzt manche Erklärungen der Sprachausgabe abbrechen. Es sind im Prinzip die gleichen wie bei der 185er. Batterie. Das Land kann man gar nicht umstellen bei der. Wieso auch? So. Nehmen wir wieder Weidhofen Ips. Oder nee. Na, oh ja. Nehmen wir das. Strom näher heben. Pantograph 1 gehoben. Spannung. 50. Wieso auch immer Pantograph 1, es müsste eigentlich der zweite Stromabnehmer sein, wenn er den hinteren hebt und brav ist. Hauptschalter aktiviert. Aber egal. Hauptschalter. Wieder Türen auf. Türen geöffnet. Der sagt noch nicht Türfreigabe eigentlich bei der F44, aber egal. Federspeicher lösen. V-Soll aktivieren. Lichter. Zugsammelschiene aktivieren. Hohes Makro. Tiefes beide. PZB. PZB aktiviert. Richtungswender vor. Funk anmelden. Bremsen lösen. Klingt richtig alt, das Ding. Ja, ist er auch. Das ist noch die alte Kreslona. Nicht die digitalisierte, sondern die alte. Fenster geschlossen. Türen schließen. Ihr wundert euch jetzt sicher, warum die Lüfter noch nicht an sind. Die werde ich jetzt hochfahren. Türen
dann mal anfahren. Klar, sobald ich über die dritte Fahrstufe oder 25 km/h gehe, muss ich auf der starken Lüfterstufe fahren. Scheibenwischer hört man auch kaum. Ich bin zu schnell. Jetzt habe ich mit der PZB eben die Ankündigung bestätigt. 100 sind jetzt erlaubt. Sorry, ich habe irgendwas im Hals. Tut leid. Klingt schon schön, finde ich. Klar, nicht vergleichbar mit dem Taurus, aber... So, weil ich in Karlsruhe wieder durchrutschen würde, zeige ich euch jetzt einfach mal so eine Bremsung. Vollbremsung aus 100. Also macht Laune, die Lok, finde ich. Die aktuelle Geschwindigkeit beträgt 37 km. Eine Lüfterstufe zurückschalten. Und Lüfter deaktivieren. Ich rüste wieder ab. Hauptschalter deaktiviert. Pantograph gesenkt. Batterie deaktiviert. Logisch, erst Hauptschalter aus, den Stromabnehmer runter, dann Batterie aus. Richtungswender noch zurück. Und fertig. Dann F66. Bitte 66 Scorepunkte. So, 17 Minuten. Eigentlich fast 19. Also zwischen 18 und 19 irgendwas. Es müsste reichen für das Weihnachtsspecial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr eine spezielle Strecke wollt, da gebe ich euch gerade noch eine Übersicht. Ich habe als Strecken Wien-Salzburg, also neue Westbahn. Wien-Spielfeld-Straß, Südbahn. Hier gibt es auch in der Railjet-Variante, das ist dann Wien-Graz. Da werden einfach mittlere Stationen dazwischen nicht angesagt. Und das ist Chris Lohner Stimme für die Ansagen. Sonst ist es die Computerstimme. Dann habe ich Wien-Villach, das ist Wien-Bruck an der Mur, dann nach, also Abzweig Leoben 1, von Bruck an der Mur nach Leoben. Und dann Rudolfsbahn von Leoben nach Villach. Achtung, nicht über Klagenfurt, ging nach Villach weiter nach Tavis, aber das habe ich nicht umgesetzt. Dann habe ich Franz-Josefs-Bahn, das ist Wien-Czeske-Wilenice. Ist kurz oberhalb von Gmünd, in Niederösterreich. Nicht Kärnten. Vor allem. Und dann habe ich Steirische Ostbahn, das ist von Graz aus, also Richtung St. Gotthard. Dort geht es in die ungarische Westbahn über. Dann habe ich noch die Brennerbahn, das ist Innsbruck Brenner-Brennero mit Systemwechsel oben auf 3KV. Und ja, dann kommen wir mal zur Schmalspur, 760 mm. Da habe ich die Ibstalbahn, das heißt Werthofmann der Ibs-Kienberg-Garmin. Der Abzweig nach Ipsitz ist nicht eingebaut. Waldviertelbahn, das ist von, wie heißt Lietschau, der nördlichsten Stadt Österreichs, rüber nach Groß-Gerungs. Und Mariazellerbahn, das ist St. Pölten-Mariazell. Die Mariazellerbahn ist auch elektrisch bei der Schmalspur. Bei der Normalspur ist alles elektrisch, bis auf die Steirische Ostbahn. Die ist nicht elektrifiziert. Ja. Triebfahrzeuge.
Installation einer ÖB 1116 Taurus 2. ÖB 11, ÖB, klar, ÖBB 1116 Taurus 2, 1216 Taurus 3, Vectron. Dann 1144, 1245, Simulation einer NÖVOG-E, also die alte von der Maria Zellerbahn, DBBR 185.2, 2016, ER20, also Eurorunner 20. Gleich mal vorweg, nicht jede Lok kann auf jeder Strecke fahren, also wenn ihr eine Strecke und eine Lok reinschreibt, kann es sein, dass das nicht umsetzbar ist in den Kommentaren. Aber ja, ich werde dann einen ähnlichen Typ nehmen oder halt den, der da fahren kann. Schreibt am besten, was euch dann wichtiger ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel schreibt, was weiß ich, Franz Josef Bahn und 1116, dann werde ich leider sagen müssen, es geht nicht. Auf der Franz Josef Bahn kann nur die 1144 fahren. Dann müsst ihr halt schreiben, was euch wichtiger ist, im gleichen Kommentar am besten noch. Also zum Beispiel, bitte Franz Josef Bahn und 1116, aber wichtiger ist mir die Strecke. Dann weiß ich, ich nehme auf jeden Fall die Strecke. Oder wenn ihr schreibt, wichtiger ist mir das Fahrzeug, dann nehme ich das Fahrzeug. Auf einer anderen. Simulation einer und ja, 4020 Wiener S-Bahn, 4746 CityJet, 5022 NÖVOG-ET, also Himmelstreppe, 6020 Steuerwagen der 4020, 2095 Schmalspurdiesel, 5090 Schmalspurdiesel Triebwagen, Simulation einer KKSDB. KKSTBU, Schmalspur-Dampflok und noch DBBR 403 ICE3. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Sehr ganz schön lang geworden, 21 Minuten. Aber ja, wie gesagt, hat euch hoffentlich gefallen und bis zum nächsten Mal.